Eminenz der Inkompetenz bei den Grünen, Robert Habeck, hat neue Erkenntnisse zu Solingen. Wir brauchen strengere Gesetze, denn wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Woran erkennt man Bildungsfremde, die auf intellektuell machen? Ja, richtig, Sylt-Sprüche mit Themenergänzung aller: Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Oder noch besser: Wir sind doch keine Höhlenmenschen mehr. Ja, um von der eigenen Dummheit und Unfähigkeit abzulenken, erklärt man Leute, die vor Hunderten oder sogar Tausenden von Jahren gelebt haben, als dümmer als Leute von heute. Ob sich da unser Harvey ein Beispiel an Richard David Brecht genommen hat, könnte sein. Wortwörtlich lauten die ungeistigen Ergüsse des Habecks wie folgt: Mehr Waffenverbotszonen und strengere Waffengesetze. Hieb- und Stichwaffen braucht niemand in Deutschland in der Öffentlichkeit. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Ja, was es in der Öffentlichkeit gibt oder nicht, das weiß der Habeck scharfsinnig genau. Denn in Schnäppchenläden, Supermärkten, Geschenkbedarf, Möbelläden und gibt es natürlich kein stichhaltiges Besteck zu finden. Und dass der Täter sein Interaktionsgerät aus einem Set hat, wo man immer so einen schönen Holzblock dazu kriegt, ja, das musste jetzt der Habeck natürlich nicht wissen. Ja, grüne, reiche Schnösel, die einen Supermarkt wohl noch nie von innen gesehen haben, ja, die können gerne viel sagen, aber wenig wissen. Und sollten eigentlich deswegen lieber die Kauleiste stillhalten, als zu jedem Kokolores eine Meinung zu haben. Denn was sollen bitteschön härtere Gesetze bringen? Oder um es mal etwas anzüglich auszudrücken: Auf die Länge kommt es gar nicht an, sondern auf die Technik. Ja, was im schlüpfrigen Bereich gilt, gilt auch hier. Und um einen Hieb auszuführen, reicht auch ein Besenstiel. Und selbst eine mit allerlei Kosmetik und sonst was beladene Handtasche kann ziemlich viele Schäden im Gesicht anrichten, wenn sie gut geschwungen wird. Das Einzige, was Verbotszonen für die Polizei bringen würde, wäre, dass man Kontrollen durchführen kann, ohne einen Verdacht haben zu müssen. Also genau das, wo sich die Grünen immer beschweren: Es geht immer nach Hautfarbe. Ihr guckt immer nach den Leuten, die dunkle Hautfarbe haben, und dann sagt ihr, die sind böse, die sind bestimmt Täter, die machen bestimmt Schlimmes. Das können aber auch andere, die nicht dunkle Hautfarbe haben. Tja, aber leider sagt die Kriminalitätsstatistik da was ganz anderes. Besonders der südländische Typ ist beim Zweckentfremden des Essbestecks sehr bemüht. Naja, okay, es ist auch nichts Neues, dass die Grüne mit der Hilfe von die Wissenschaft gerne die Kriminalitätsstatistik umdichten, was ja aktuell ja auch schon wieder gemacht wird. So nach dem Motto: Das hat nur was damit zu tun, dass es junge Männer sind. Komisch, früher gab es noch viel mehr junge Männer. Und da gab es trotz lascherer Gesetze nicht solche Probleme. Und warum junge Vietnamesen nicht mit gleichwertigen Zahlen auftauchen in der Kriminalitätsstatistik, kann man uns leider auch nicht erklären von die Wissenschaft. Übrigens, bis jetzt wurde leider nicht erforscht, warum die Polizei nicht gesagt hat: Mensch, komm hier, mach mal wegen dem Fest hier alles in der Verbotszone, da können wir anständig kontrollieren, dann haben wir mehr Sicherheit, soll doch ein schönes Fest werden. Ja, okay, hätte in Bezug auf Solingen wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht, denn der Täter in Solingen hatte ja in der Flüchtlingsunterkunft Zugriff auf, sagen wir mal, Küchenutensilien. Und naja, härtere Gesetze können jetzt nicht Küchenutensilien in Küchen verbieten. Oder meint Habeck, dass wir jetzt einfach komplett Küchen verbieten sollen? Also nur noch 5 Minuten Terrin zum Schlürfen oder sowas? Bestimmt sehr umweltfreundlich. Aber naja, Habeck als, sagen wir mal, Hobby-Insolvenzverwalter hat sich ja schon in vielerlei Hinsicht blamiert ohne Ende. Wahrscheinlich hat unser Habi seinen Wissensstand aus dem Bildungsfernsehen von ARD und ZDF, wo ja munter gelogen wird bei allem Möglichen und natürlich auch beim Mittelalter. Wie ja zum Beispiel YouTuber wie Geschichtsfenster ausführlich erklären und damit einen ganzen YouTube-Kanal füllen können. Und ja, auch Mr. Wissen2Go hat schon ausführlich übers Mittelalter gelogen, wie ich ja schon mal anhand eines Videos erklärt habe. Und so ist natürlich auch hier glasklar, unser Habeck hat gelogen, was das Zeug hält. Warum? Weil er einfach keinen blassen Dunst hat, wie immer. Denn wenn man sich Gesetze aus dem Mittelalter anschaut zu dem Thema, um das es hier geht, dann würde wahrscheinlich der eine oder andere sagen: Du?
Wir sollten doch mal wieder so rückständig werden wie die Leute im Mittelalter. Denn was bei vielerlei Möglichkeiten immer plump und peinlich verklärt wird zum finsteren Mittelalter, war gar nicht so finster. Denn so war zum Beispiel 1255 im Bayerischen Landfrieden festgelegt, dass, na wie soll ich es nennen, wenn einer heimlich sowas mit sich führt, er bald das Fehlen seiner Hand verspürt. Ja, im Mittelalter musste man nur ausführlich genug kontrollieren, dann konnten Täter bald nicht mehr mit ihren Werkzeugen hantieren. Oder anders gesagt, ein Verbot in der Öffentlichkeit in Städten und pipapo war auch im Mittelalter völlig normal. Und da ist der Bayerische Landfrieden nur ein Beispiel. Der Rechtsbrief von Saarbrücken, 1321, da regelt man das mit Geldbuße. Das Frankfurter Stadtrecht, 1352, dort gibt's dann Verbannung. Das Mainzer Friedensbuch, 1430, wo das mit Erlaubnissen vom Bürgermeister geregelt wurde, wo man der Stadt verwiesen werden konnte oder sogar verhaftet. Wobei ich da jetzt natürlich nicht so ins Detail gehen kann, weil da bin ich einfach nicht bewandert genug. Das müssen andere machen. Es ist aber klar, worüber wir aktuell reden, ist ein alter Hut, das gab's alles schon im Mittelalter. Und dass man jetzt hier wieder so tut, als würde oder müsste man das Rad neu erfinden, ist einfach absurd. Und das dann noch mit solchen Behauptungen zu unterstreichen à la die Mittelalter waren dumm, wir sind heute schlau, wir müssen das nicht mehr so machen, ist einfach eine geistige Umnachtung. Ich weiß nicht, warum tritt dieser Typ nicht endlich zurück? Warum erkennt man in der Grünen Partei nicht, dass solche Leute massiv schädlich sind, weil sie einfach ständig plump irgendeinen Quatsch fabrizieren, der image-schädigend ist, hoch 10. Aber gut, das intellektuelle Niveau der Grünen muss relativ ähnlich sein wie das vom Habeck. Oder sagen wir es mal so, die Grünen wundern sich ja, warum sie nicht mehr gewählt wurden. Oder um mal eine grüne Politikerin zu zitieren, die im sächsischen Land wohnt: Alle hassen hier die Grünen. Tja, wer schon aus Dummheit lügt, wie unter anderem der Habeck, ja, den nimmt halt keiner mehr für voll. Peinliche Witzfiguren, die nichts auf die Reihe kriegen, außer das eigene Versagen. Und das auch noch als Geniestreich und intellektuelle Höchstleistung verkaufen. Und da muss man halt schon ziemlich blöd sein, wenn man sowas den Grünen abkauft, um sie dann zu wählen. Oder sagen wir es mal so, die Grünen werden halt deswegen nicht gewählt, weil der Wähler eben nicht so doof ist wie die Grünen selbst. Und nicht nur der Wähler hat erkannt, dass die Grünen doof sind, sondern auch die alten Grünen, also die echten Umweltschützer von früher, die haben erkannt, was denn das hier für eine Pfeifenbude. Da gehe ich aber raus. Wie ja zum Beispiel Dieter Nuhr schon erklärt hat in einigen Interviews, der ja so ein Altgrüner ist. Naja, und wie sich ja schon durch, sagen wir mal, peinliche Laiendarsteller gezeigt hat, die so tun, als wären sie links, die Linkspartei den Bach runtergegangen ist und durch den Weggang von Sarah Wagenknecht nicht nur die Linke in der Versenkung verschwunden ist, sondern den Altlinken endlich wieder mal eine Plattform gegeben wird, so werden auch die Grünen im Nichts verschwinden. Sobald sich eine Partei findet, die nicht bloß grün lackiert ist, sondern tatsächlich grün denkt. Und naja, bis diese Partei kommt, werden die Grünen so allmählich vor sich hin siechen, wobei Obersiechmeister Habeck das ganze Elend noch verschlimmert durch jeden Blödsinn, den er in irgendeine Kamera sülzt. In diesem Sinne, der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.